Hallo und herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir schauen uns an, was wir in dieser Woche an Kartendecks nutzen. Und zwar benutzen wir das Druidcraft Tarot Deck. Das stammt von Philipp und Stephanie Cargom. Ist auch über Amazon erhältlich. Könnt ihr auch auf der Seite finden, wenn es euch interessiert. Auf meiner Seite www.ella-taroskop.de. Dann haben wir das Engel-Orakel für jeden Tag von Doreen Virtue. Das sind die Orakelkarten. Die Tageskarten oder die Karten, die für die einzelnen Tage gelegt werden, ist das Tarot Familias. Und das stammt von, Moment, Illustration Lisa Parker. Und ja, ein sehr schönes Tier-Tarot. Dann haben wir das Katzentarot. Das ist zur Klärung der einzelnen Dinge. Da haben wir die Pagan-Katzen. Ja, und das ist von Magdalena Messina und ja, die künstlerischen Dinge von Lola Miragi. So, und dann habe ich dieses Mal etwas zusätzlich eine Karte vom Gilded Reverse Tarot, Lenormand, einfach mal zur Klärung von Ciro Marchetti, sehr schöne Karten, einfach mal als zusätzliches Extra in dieser Woche. Ja, dann bin ich gespannt und dann schauen wir uns an, was für dich in dieser Woche los ist. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Stier, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 22. bis 28. Juli 2019. Schön, dass du da bist und wir schauen uns an, was diese Woche zu bieten hat, was wichtig ist für dich, wichtig sein könnte. Denn dies ist ja eine allgemeine Legung, denk dran. Die kann und wird nicht immer passen. Was für dich passt, kannst du dir rausziehen. Und falls es gar nicht passt, dann versuch es bitte auch nicht passend zu machen. So, wir schauen uns jetzt an, was von außen kommt. Also was dein Umfeld, deine Umgebung, deine Leute dir entgegenbringen. Wir haben die 8 der Stäbe. Feuerenergie, Kommunikation, Information, Austausch miteinander. Nun müssen wir ja in diesem Monat beachten, dass eben Merkur rückläufig ist und dass man sich eben entsprechend, ja, ich sag mal, unverfänglich äußert oder versucht eben, wenn man missverstanden wird, das klarzustellen. Also, schauen wir mal, wie das zu deinen Energien passt, wie du dich selber siehst, was du dir in dieser Woche erhoffst oder erwünscht, deine Hoffnung und Ängste so insgesamt, was gut für dich ist, was weniger gut ist und natürlich, wie das Ganze dann ausgeht. So, dann haben wir die allgemeinen Energien. Jetzt wollen wir noch schauen, was an den einzelnen Wochentagen so los ist. Denk dran, das muss nicht exakt der gelegte Tag sein. Das kann für dich auch an einem anderen Tag stattfinden, weil es ja eine allgemeine Legung ist. Hauptsache, es gibt dir ja Ideen, Möglichkeiten, zeigt dir Dinge auf, an die du vielleicht selber nicht gedacht hast. Hauptsache, es ist hilfreich. So, und wir schauen, was bringst du denn mit in diese Woche? Was sind deine Energien, die du nach außen zeigst? Da haben wir die 6 der Schwerter, das heißt, du bist gelassen, du bist überlegt, also du triffst deine Entscheidung gut überlegt und lässt dir auch entsprechend Zeit damit. Das ist gut. Kein Stress. So. Wir schauen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So, sehr schön. Dann wollen wir natürlich beginnen. Wie siehst du dich selbst in dieser Woche? Da haben wir den Herrscher. Du hast alles im Griff. Diese Energie ist gut, wenn man das Gefühl hat, es läuft alles und ich bin Herr der Dinge, die da geschehen. Ich weiß, wo es hingeht. Das ist gut. Beim Herrscher ist es nur immer wichtig, dass er nicht versucht, anderen seinen Willen aufzudrängen, sprich tyrannisch zu werden, ne? Dein Wunsch ist, das Rad des Schicksals positiv zu gestalten, positiv umzusetzen, natürlich. Und warum auch nicht? Hoffnung und Ängste. 6 der Schwerter, deine Energie. Du bist auch entspannt, nicht übereilt, überhastet werden Dinge getroffen. Du bist ja ein Erdzeichen und gehst es gemäßigt an. Das ist gut. Was ist gut für dich in dieser Woche? Prinzessin der Schwerter.
Sachlichkeit. Also wie der Ritter der Schwerter schon auch schnelle Energie, schnell reagieren, wenn es notwendig ist, aber sachlich. Ja, du bist halt überlegt mit den Sechs der Schwertern, du bist entspannt, du bist nicht hastig im Sinne von übereilt, aber du bist in der Lage, schnell eine Entscheidung zu treffen. Das ist gut. Nicht gut ist die Fünf der Kelche. Die Fünf der Kelche ist ja, wenn man mit Dingen, die passiert sind, hadert, wenn man an das denkt, was schiefgelaufen ist. Und die Fünf der Kelche bedeutet auch immer, du solltest dir bewusst machen, was du in Händen hast. Diese Woche solltest du eben Traurigkeit, Hadern und so weiter möglichst nicht zulassen. Aber wir gucken mal, wie das Ganze ausgeht. Wir haben die Veränderung, die Transformation. Okay, du bewirkst also auch etwas. Wir schauen mal am Montag, da haben wir den König der Stäbe. Feuerenergie, Widder, Löwe oder Schütze. Kann jemand sein, der dich unterstützt, der mit dir zusammenarbeitet oder jemand, von dem du dir Tipps holst, mit dem du kommunizierst. Das ist ja die Energie, die von außen kommt, ist ja Feuerenergie. Vielleicht gibt es Diskussionen. Schauen wir mal. Am Dienstag haben wir die zwei der Münzen. Das heißt, du tendierst noch nicht so in eine Richtung konkret. Du hast zwei Möglichkeiten oder versuchst, Dinge parallel irgendwie hinzubekommen. Das kann zwei Jobs bedeuten, das kann zwei Personen bedeuten, das kann auch sein Privatleben und einen Job unter einen Hut zu bringen, je nachdem. Am Mittwoch haben wir den Knabe der Stäbe. Auch wieder Feuerenergie, Knabe der Stäbe ist so diese junge, kreative Energie, die sich auf ein Ziel fokussiert. Das wäre dann schon mehr oder weniger so ein bisschen die Entscheidung, kann aber auch was anderes sein, wo du sagst, das ist ein Hobby für mich, das betreibe ich, damit ich entspannt bleibe zum Beispiel. Schauen wir mal weiter. Am Donnerstag haben wir den Ritter der Münzen, das ist deine Energie, langsam aber stetig zum Erfolg, also du übereilst nichts. Du kannst schnell reagieren, aber du überstürzt die Dinge nicht. Am Freitag haben wir die Sieben der Schwerter. Da gibt es offensichtlich jemanden, der versucht, mit irgendwas davon zu kommen. Ich hoffe nicht, dass du das bist. Kann auch jemand in deiner Umgebung sein, der ja auf deinem Rücken sozusagen Dinge durchsetzen möchte oder von deinen Ideen profitieren möchte. Wir gucken uns das Ganze gleich nochmal an. Am Samstag haben wir die drei der Schwerter und das ist Enttäuschung. Da steht wohl eine Enttäuschung an. Das hat mit den fünf der Kelche zu tun. Möglicherweise ist es etwas, was nochmal aufgebracht wird aus der Vergangenheit. Es kann aber auch eine neue Enttäuschung sein, die dich dann in diese Situation bringt, dass du haderst mit dem, was dir da entgegengebracht wird. Und das ist eben die Energie, die nicht gut ist für dich. Du solltest dich davon nicht irritieren lassen, wenn es geht. Am Sonntag haben wir den Herrscher, deine Energie. Du bist Herr der Situation, der Lage und das ist gut so. Schauen wir mal, was das dritte Kartendeck dazu zu sagen hat. Wir haben den Herrscher. Das ist deine Energie, du hast das im Griff. Wir haben die zwei der Kelche. Du bist nicht alleine, jemand unterstützt dich, könnte ein Schütze, ein Löwe oder ein Widder sein. Kann aber auch sein, dass das jemand ist, dein Partner, deine Partnerin. Ritter der Münzen, das ist dieser langsam aber sichere Erfolg, der sich dir zeigt nach einiger Zeit. Den haben wir hier auch. Wir haben die Hoffnung, dass es sich glücklich entwickeln wird, aber darüber machst du dir mit den acht der Schwerter eine Menge Gedanken und du möchtest sachlich an die Sache herangehen mit der Königin der Schwerter. Also Dinge klären. Dafür ist die Acht der Stäbe natürlich gut und dass du entsprechend gelassen und überlegt bist auch. Die Sechs der Schwerter auf in ruhigere Gefilde haben wir auch da liegen, in Hoffnung und Ängste. Wir haben aber auch die Neun der Schwerter. Da ist so ein bisschen die Gedanken kreisen so ein bisschen. Das lässt dich nachts nicht schlafen. Vielleicht machst du dir Sorgen um etwas, dass sich das auch in deinem Sinne entwickelt. Aber wir haben auch die Chance mit dem Page der Münzen, dass du eine Chance nutzt, die sich dir bietet. Dafür musst du sie natürlich auch erkennen. Wir haben gut für dich ist die Prinzessin der Schwerter. Wir haben den Hierophanten, Institution oder auch dein Selbstvertrauen. Vier der Kelche. Könnte sein, dass du vielleicht enttäuscht bist, auch ein bisschen von deinem Arbeitgeber.
würde ich mir so vorstellen, dass da etwas ist, was sich ein bisschen mürrisch macht oder enttäuscht. Wir haben hier den Turm, Traurigkeit und das Ass der Stäbe. Es ist so, dass du mit Leidenschaft das tust, was du tust, und wenn das eben nicht anerkannt wird und nicht gewürdigt wird, dann bist du enttäuscht, und damit auch die drei der Schwerter. Was ist die Veränderung, die Transformation? Die Herrscherin, die Dinge, die du vorantreibst, sind positiv beleuchtet, und wir haben die Veränderung nochmal. Also haben wir eine positive Veränderung zu erwarten, aber das dauert noch. Das wird sich wahrscheinlich nicht in dieser Woche auflösen, es wird nur beginnen in dieser Woche. Wir haben König der Stäbe, Stärke und Ritter der Schwerter. Könnte sein, dass dir dieser König der Stäbe Hinweise gibt, wie du die Dinge angehen kannst, oder dir hilft, mit dem Ritter der Schwerter zu reagieren. Du bist da hier ja noch ein bisschen unentschlossen. 7 der Münzen, du möchtest lieber abwarten und überlegen, wie man das Ganze angehen kann. Okay, das ist in Ordnung. Knabe der Stäbe, auch wieder Feuerenergie, Enttäuschung hinter sich lassen und über den Tellerrand schauen. Das ist auch wieder Feuerenergie. Könnte sein, dass dieses Feuerzeichen dir irgendwo sagt, versuch's doch mal so, dir einen Tipp gibt oder dich unterstützt in dieser Hinsicht. Ritter der Münzen, diese langsame Energie, die Herrscherin und der Magier. Du kannst positiv umsetzen. Du kannst absolut positiv umsetzen, indem du überlegt und langsam an die Sache herangehst. Ich denke auch, dass du eben aufgrund der vielen Schwerter hier auch die Dinge gut überprüfen musst, wenn du etwas unterschreibst, wenn du etwas schriftlich niederlegst und so weiter. Und da könnte dir jemand vielleicht bei helfen. Du machst dir Gedanken, ob das alles so in Ordnung ist und ob die Chance auch wirklich das ist, was du dir vorstellst. Du machst dir wirklich Gedanken darüber. Aber ich denke, dass du da auch, ja, vielleicht nicht alles erfüllt bekommst, was du dir wünschst. Aber wichtig ist, dass du eben nicht haderst, sondern mit Leidenschaft dein Ziel verfolgst, was du wirklich umsetzen möchtest, ja. Und die Veränderung steht so in den Startlöchern, ist auch positiv bewerkt, also positiv belegt. Also das wird sicherlich auch sich positiv äußern. Aber ich denke, dass das in dieser Woche noch nicht sichtbar ist. Also ein bisschen Geduld noch. 7 der Schwerter. Wer versucht da, dich über den Tisch zu ziehen? Das Gericht und das Ass der Münzen. Also, wenn du aufpasst, wenn du die Dinge beachtest und so weiter, könntest du Profit daraus schlagen, dass jemand versucht, dich über den Tisch zu ziehen. Ja? Dazu ist es natürlich wichtig, dass du überlegt handelst. 3 der Schwerter, der Stern, Wassermannkarte und 10 der Münzen. Ich sage ja, du kannst aus dieser Enttäuschung oder dem, was dir da geboten wird, was aber nicht dem entspricht, was du möchtest und was vielleicht auch so aussieht, als würde jemand versuchen, dich über den Tisch zu ziehen, kannst du Profit schlagen. Also pass auf. Und die 7 der Stäbe mit dem Herrscher bedeutet, du bist gewappnet und ziehst dich aus dem, was unangenehm ist und was hier so möglicherweise passiert mit den 7 der Schwerter und der Enttäuschung. Da ziehst du dich zurück. Da willst du nichts mit zu tun haben. Du lässt dich nicht über den Tisch ziehen. Das ist auch gut so, mein lieber Stier. Pass nur eben auf. Alles Schriftliche und so weiter. Wir haben Merkur rückläufig nicht vergessen. Und wir haben aus dem Lenormand für dich die Karte der Kindlichkeit. Kindliches Vergnügen. An die Sache herangehen wie ein Kind. Gelassen bleiben. Nicht sich selber nicht so ernst nehmen. Die Situation nicht so ernst nehmen. Aber eben auf Dinge achten, die, wie gesagt, schriftlich festgehalten werden. Dass man zum Beispiel, was gesagt wurde, auch schriftlich festhält, damit nicht nachher gesagt wird, habe ich nie gesagt oder so, sowas, ja. Und kann auch mit Kindern zu tun haben, dass es um Kinder geht. Aber ich habe eher so intuitiv das Gefühl, es geht darum, dass du deine Kindlichkeit im Sinne von, ich bin unvoreingenommen, ich bin da, ja, ich denke nicht so schlecht von anderen, dass du dir das auf jeden Fall
bewahren solltest. Ja? Wir haben als Orakelkarte für dich der Ozean. Das tiefe blaue Meer spricht zu deiner Seele, heilt und besänftigt dich. Selbst dein freudiger Gedanke, in seine heilenden Fluten einzutauchen, wird zu wünschenswerten Resultaten führen. Noch besser ist es, wenn du dich physisch in der Nähe des Ozeans aufhältst. Erlaube deiner Macht und Schönheit, alle Sorgen und Ängste wegzuwaschen. Ja, nämlich mit dieser Kindlichkeit, das eben nicht dramatisch zu sehen, dramatisch zu nehmen, sondern dich aus dem, was unangenehm ist, zurückzuziehen. Sei es jetzt im Job oder in einer persönlichen Beziehung. Ich habe hier mehr das Gefühl, es geht um Job oder Möglichkeiten oder Behörden. Ja, weniger um Liebesbeziehung. Du hast jemanden, der zu dir hält, der dich unterstützt. Auch hier Feuerenergie, die dich unterstützt. Wir haben hier so ein bisschen Unentschlossenheit, Warten, dass die Dinge sich entwickeln. Das ist auch gut so, das ist der Erfolgsgarant, nichts überstürzen, nur wenn es notwendig ist, in dem Moment, wo jemand versucht, dich über den Tisch zu ziehen, da musst du schnell reagieren. Und dass eben mit diesem Gericht dir ein Urteil machen und schnell reagieren, damit du eben nicht den Nachteil daraus ziehst, das ist wichtig. Also achte auf alles, was schriftlich niedergelegt wird. Lasse Dinge schriftlich fixieren, wenn irgendwas versprochen wird. Ja, du bist entspannt, du kannst das in deiner charmanten, liebevollen Art rüberbringen. Du kannst sagen, ja, das möchte ich aber gerne schriftlich haben. Das ist wichtig. Weil, wie gesagt, die 7 der Schwerter ist immer, jemand will sich da rausmogeln. Und für dich ist es wichtig, dass du den Neubeginn eben, wenn du einen neuen Job beginnst zum Beispiel, eben, dass da Dinge auch festgehalten werden. Nachher erinnert sich nämlich keiner mehr daran. Ja, und hier hast du den Profit. Aus der Enttäuschung heraus, dass jemand versucht, sich daraus zu ziehen, kannst du Profit schlagen und kannst deine Sicherheit gewährleisten. Ne? Du kannst aus dieser Enttäuschung lernen und du kannst dich da positiv rausziehen. Ja, weil hier haben wir dann eben, dass du gewappnet bist und dass du dich zurückziehst mit den 5 der Münzen. Du bist Herrscher von Anfang bis Ende. Ja. Mein lieber Stier, ich bin gespannt, wie sich das für dich äußert in der Realität. Ich bin natürlich auch gespannt, inwieweit das erfolgversprechend ist für dich, wie dir das weiterhilft. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Rückmeldung geben würdest. Und wenn das für dich positiv war und hilfreich war, dann würde ich mich natürlich auch über ein Däumchen hoch sehr freuen. Herzlichen Dank, alles Gute für dich und bis nächste Woche. Tschüss.